Ja, guten Morgen zum zweiten Block. Das ist diesmal wieder ein OpenStreetMap-Block, in dem wir drei Referenten begrüßen können, die allesamt Urgestein sind. Der erste von denen ist derjenige, der sich als erstes bei OpenStreetMap wissenschaftlich dem Projekt genähert hat im Rahmen seiner Tätigkeit für die Universität. Das ist Pascal Neiss und der wird co-referiert von Hans-Joachim Stark. Ich wünsche viel Spaß bei dem Vortrag. Schönen Dank. Guten Morgen von unserer Seite, wenn ich das so sagen darf. Unser Titel lautet eine konfigurierbare Karte mit Verbotszonen für Drohnenflieger auf Basis von OSM-Daten. Ich weiß nicht, wer von euch mit Drohnen zu tun hat oder da unterwegs ist, aber es gibt ja gewisse Dinge, die darf man mit Drohnen machen und gewisse Dinge, die darf man nicht. Und der Markt, die Voraussagen im Bereich Drohnenbusiness, die sind ziemlich euphorisch, beziehungsweise da wird viel erwartet und deshalb muss man sich auch damit beschäftigen, wo darf ich halt was nicht oder wo darf ich was. Und unser Vortrag ist eigentlich wie bei einem guten Rockkonzert. Ich bin die Vorgruppe und das Gute kommt dann durch Pascal. Also zuerst zur Gesetzeslage, etwas, das vielleicht eher ein bisschen trockene Materie ist. Ich beginne zuerst mal in der Schweiz, woher ich komme. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt beschäftigt sich bei uns mit den Regulatorien und da gibt es einige Dinge, die da beachtet werden müssen. Und ihr seht beispielsweise auf dieser Folie oben rechts, dass da auch so die Kategorien etwas unterschieden werden, also die AirPass sind die Remotely Piloted Aircraft System und so weiter, geht es dann hoch bis zu den Drohnen. Also man unterscheidet auch gewisse Kategorien, aber immer wieder die Frage, nach welchen Regeln darf welche Drohne was, weil da gibt es unterschiedliche Kategorien, sei es vom Gewicht, sei es von der Sensorik etc., sei es von der Reichweite. Etwas Geschichtliches, damit ihr seht, wie hat sich das auch seitens des Bundesamt für Zivilluftfahrt entwickelt. Also die haben sich bereits vor über 10 Jahren mit dem Thema beschäftigt, eine interne Arbeitsgruppe gegründet. Dann etwas später gab es die erste sogenannte BIBLAS-Bewilligung, das heißt also eine Bewilligung, dass ich außerhalb Sichtweite fliegen darf. Das ist etwas, was heute immer noch absolut die Ausnahme ist. Aus guten Gründen so. Und so weiter, dann wurden gewisse, sage ich jetzt mal, administrative Abläufe eingeführt, um gewisse Standards zu etablieren, wie komme ich zu einer Bewilligung etc., dass dieses Gallo, beziehungsweise da gab es dann noch andere auch und so weiter. Und mittlerweile sind wir beispielsweise in der Schweiz so weit, dass die Schweizerische Post im Kanton Tessin zwischen zwei Spitälern gewisse Güter in Anführungszeichen hin und her transportiert mittels Drohnen und auch da gab es eine Spezialbewilligung. Ende vergangenes Jahr, das war vielleicht noch etwas Besonderes, gab es einen Bewilligungsstopp, weil einfach so viele Anträge kamen und die Ressourcen innerhalb des Batzel nicht mehr vorhanden waren. Das ist aber im Moment dran, sich zu ändern. Vergangenes Jahr auch wichtig, so eine Untersuchung zum U-Space, also wie können technisch und regulatorisch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass eben eigentlich analog zur zivilen Luftfahrt ein Drohnenbetrieb möglich ist. Ich gehe da jetzt nicht auf jede Regel einzeln ein, die ähneln sich auch in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich mehr oder weniger, sind aber teilweise von den Werten etwas anders. Also bei praktisch allen braucht es eine Haftpflichtversicherung, es gibt gewisse Sperrzonen, wobei da beispielsweise die Puffergrößen etwas unterschiedlich sind. Was sicher wichtig ist, grundsätzlich muss der Pilot seine Drohne jederzeit sehen, wenn er damit operiert. Wenn er eine Brille, so eine Augmented Reality Brille oder so etwas verwendet, dann braucht er in der Schweiz braucht er eine zweite Person, die dann die Drohne im Blick hat und so weiter. Also da gibt es, wie gesagt, gewisse Dinge, die muss man berücksichtigen, sicherheitsrelevant. Weiter ein automatisierter Flug, also wenn man Software verwendet und den programmiert beispielsweise, da muss man jederzeit eingreifen können, auch hier wieder natürlich aus Sicherheitsgründen. Und dann gibt es ganz bestimmte Definitionen, wo ich garantiert nicht fliegen darf, wie beispielsweise Naturschutzgebieten etc.
oder wir jetzt, ich komme von der Schweizerischen Bundesbahn, wir haben natürlich auch entlang unserem Korridor, das ist ein No-Go für Private. Selbst für uns Interne haben wir spezielle Richtlinien, die wir beachten müssen, gegebenenfalls ein Sicherheitspositiv erstellen etc. Über Menschenansammlungen ist grundsätzlich eigentlich auch verboten und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, ich glaube, vergangenes Jahr war das, eine Hochzeit, wir kommen zum Traugottesdienst raus und plötzlich oder schwebt da so eine Drohne über uns, eigentlich so nicht zulässig, es sei denn, dieser Drohnenpilot hätte eine Bewilligung gehabt. Bei uns in der Schweiz sind es 24 Menschen, so ist das definiert, eine Personengruppe. Sobald es über 24 Menschen ist oder mehr, ist das eigentlich nicht zulässig, beziehungsweise bedarf einer entsprechenden Bewilligung. In Deutschland ist das teilweise etwas anders. Ja, dann wie gesagt, das Gewicht spielt eine Rolle, das habe ich gesagt. Dann Flugplätze, das ist in Deutschland beispielsweise unterschiedlich, da haben wir 1,5 Kilometer. In der Schweiz sind es 5 Kilometer, also das mehr als das Dreifache, das quasi als Sperrzone gilt. Und wenn man sich da informieren möchte, haben wir eine Online-Karte in der Schweiz, die vom Bundesamt für Zivilluftfahrt grundsätzlich zur Verfügung gestellt wird, wo ich die Sperrzonen sehe und dann weiß, aha, bin ich hier unterwegs, geht das nicht. Ja, wie sieht das aus in Österreich? Auch da gibt es gewisse Regulatorien. Wie gesagt, da gehe ich auch nicht unbedingt auf jetzt im Detail ein. Die Folien habt ihr dann, das könnt ihr nachlesen. Aber vielleicht so viel von dieser grafischen Darstellung her. Es gibt unterschiedliche Klassen. Man hat hier 4 Einsatzgebiete, die man unterscheidet. Also unbesiedelt, besiedelt etc. sehr dicht besiedelt. Und dann entsprechend gelten gewisse Vorgaben, die zu berücksichtigen sind. Und auch hier wieder das Gewicht, wo man aufpassen muss, Haftpflichtversicherung, beispielsweise, ich muss die Drohne kennzeichnen, also wer ist der Eigentümer, ist in Deutschland auch so, und zwar so, dass mit einer Plakette, die feuerfest ist etc., also wenn was passiert, dass man das jederzeit nachvollziehen kann und so weiter. Gegebenenfalls, je nach Gewicht, braucht es sogar eine Registration. Ja, wie gesagt, ich gehe da einigermaßen schnell drüber. Auch hier wieder Menschenansammlungen sind ein Thema. Unmittelbare Nähe von Flughäfen, die Haftpflichtversicherung, das hatte ich bereits erwähnt. Und dann diese ACG, diese Austria Control Group, die dort die Bewilligungen erstellt. In Deutschland, ich habe hier die 2 Links aufgeführt, also wenn ihr euch da näher informieren wollt, die sind ziemlich ausführlich, dort steht das eigentlich auch alles drin. Analog dazu eigentlich das Bild, das das ganz gut zusammenfasst. Also man sieht hier, ihr seht unten links quasi die Gewichtseinteilung, also bis 250 Gramm, ab 2 Kilo, ab 5 Kilo, je nachdem braucht es nur die Kennzeichnungspflicht, je nachdem braucht es einen sogenannten Kenntnisnachweis, das ist eigentlich so wie eine Art Drohnenführerschein, den man sich erwerben muss und da gibt es autorisierte Stellen, bei denen man diese Prüfung quasi machen und diesen Nachweis dann erhalten kann oder gegebenenfalls braucht es wirklich eine Erlaubnispflicht ab 5 Kilogramm. Ihr seht dann auf der rechten Seite diese Verbotszonen, beispielsweise im Umfeld von, sage ich jetzt mal, Katastrophenereignissen oder solchen Events, da ist meines Wissens nach in der Schweiz ist das so klar nicht definiert und ich habe das auch zum Teil immer wieder erlebt, da gibt es so Online-Medien aus der Boulevardpresse, die haben dann je nachdem bei uns in der Schweiz sehr viel schneller irgendwelche Drohnenbilder oder Drohnenfilmsequenzen, die dann online stehen, noch bevor eigentlich, sage ich jetzt mal, die Nothilfeorganisationen mit sowas kommen oder die offizielle Presse, sagen wir mal so, über die Notfallorganisation mit dem offiziellen Bildmaterial gespiesen wird. Und da habe ich den Eindruck, dass das beispielsweise in Deutschland meines Erachtens bereits besser geregelt ist. Aber Irrtum vorbehalten. Ja, und dann gibt es auch, wie gesagt, in Deutschland Sperrzonen, wie beispielsweise militärische Einrichtungen, Spitäler und so weiter. Genau, also ihr könnt euch da sehr gut informieren. Wie gesagt, schaut euch die Links an und dann wisst ihr ganz gut, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Und mit dem gebe ich weiter zu dir, Pascal.
Genau. Also, nachdem wir jetzt ausgiebig gehört haben, was man alles beachten muss als Drohnenpilot, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, was es für bestehende Systeme gibt, wo ich Karten oder Informationen darüber bekomme, wo ich meine Drohne überhaupt fliegen lassen darf. In Deutschland gibt es von der Deutschen Flugsicherung eine App für iOS und ich glaube sogar auch für Android. Da kann ich meinen aktuellen Standort geben und dann kriege ich über rote Flächen angezeigt, wo ich meine Drohne fliegen lassen darf, entsprechend der Drohnenangaben, die ich in der App getroffen habe. Für die Schweiz gibt es ein ähnliches Angebot, was der Hans-Jörg eben schon eben vorgestellt hat. Das ist eine Webplattform, die kann ich im Browser mir anzeigen lassen. Da bekomme ich auch angezeigt, wo ich meine Drohne fliegen lassen darf, beziehungsweise wo ich sie insbesondere nicht fliegen lassen darf. Neben Apps und offiziellen Plattformen gibt es auch ein paar Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben, eine entsprechende Karte anzubieten. Ein Unternehmen ist Map2Fly. Das sieht dann schon auf den ersten Blick ein bisschen anders aus, wo ich meine Drohne überall fliegen lassen darf oder auch nicht. Hier ist es auch so, dass das auf Basis von OpenStreetMap-Daten basiert. Neben der Map2Fly gibt es noch die AirMap, die auch auf OpenStreetMap-Daten basiert und das ist auch wieder eine Webbrowser-Seite, einfach, die ich ganz normal über einen Browser aufrufen kann und dann darum navigieren kann, also eine Karte, wo ich angezeigt bekomme, wo ich fliegen lassen kann, meine Drohne oder auch nicht. Das zu bestehenden Systemen. Jetzt kommen wir zu dem, was wir umgesetzt haben. Wir haben dem Ganzen den schönen Namen gegeben, No Fly Map for Drone Pilots. Ein paar Informationen zur Implementierung. Das Ganze ist ein Kommandozeilentool, ist in Java 8 geschrieben, basiert oder verwendet im Core teilweise Sachen von Osmosis. Osmosis, für die, die es noch nie gehört haben, Osmosis ist auch ein Kommandozeilenbasiertes Tool in Java geschrieben, um OpenStreetMap-Daten zu verarbeiten, also um OpenStreetMap-Daten zu filtern, auszuschneiden für eine bestimmte Region und was es sonst noch alles gibt dafür. Für die geometrischen Verschneidungen oder Operationen haben wir die JTS Topology Suite benutzt. Ist auch eine Open Source Java-Bibliothek. Den Webclient, den wir gleich noch sehen werden. Das Ganze mal HTML, ein paar Zeilen mit Leaflet-Bibliothek, sagt vermutlich auch dem einen oder anderen was. Was ich hier besonders erwähnen möchte, unser Tool unterstützt alle OSM-Elemente, also es können Node, Ways und Relations verarbeitet werden, entsprechend der Parameter, die man gleich angibt. Das ganze Tool ist unten und auf der GitHub-Seite auf dem Link verfügbar und ist Open Source. Wie ist der Workflow von dem Tool, was wir implementiert haben? Als erstes ist es so, man hier als Beispiel könnte über die Overpass API oder ich glaube, das ist sogar Overpass Turbo, genau, kann man eine Region auswählen, wo man die OSM-Daten herunterladen möchte, für die man eine Karte erzeugen möchte. Alternativ könnte man das auch, wenn man sich damit auskennt, mit Osmosis, Osmium oder noch anderen möglichen Tools machen. Also als ersten Schritt muss man die Region sich ausschneiden, für die man die Karte erstellen möchte. Als zweites ist es so, das Java-Tool hat eine Properties-Datei, eine Konfigurationsdatei, wo man die eben angesprochenen Parameter einstellen kann. Also ist vielleicht ein bisschen klein, aber bei den verschiedenen Zeilen ist immer wieder ein Paragraph dabei zu stehen. Das ist jetzt eine Konfigurationsdatei für Deutschland, das heißt entsprechend der verschiedenen Paragraphen, die es gibt aus dem Luftfahrtsgesetz, ist es so, dass, wie der Hans-Jörg vorhin erwähnt hat, man über Krankenhäuser nicht fliegen darf, man muss bei Bundesstraßen Abstand halten. Also man kann in dieser Konfigurationsdatei beliebige beliebige OSM-Tags angeben, die die entsprechenden Elemente darstellen in der OpenStreetMap. Weiterhin kann man über die Konfigurationsdatei auch angeben, ob ein Buffer um das Element gemacht werden soll oder nicht. Also wie vorhin erwähnt, ob ein 150 Meter Buffer gemacht werden muss oder ob ein 1,5 Kilometer Buffer um den Flugplatz gemacht werden muss. Also das Tool von uns ist beliebig konfigurierbar. Man könnte jetzt noch weitere OSM-Tags, also Key-Values, Attribute aufnehmen für andere Länder. Man könnte auch die Buffers beliebig konfigurieren. Das geht alles über so eine Konfigurationsdatei. Wenn man dann das Tool von uns mit der Konfigurationsdatei durchlaufen lässt auf der Kommandozeile, wird im Hintergrund eine JavaScript-Datei erstellt und dann ganz simpel im Browser einfach angezeigt. Hier sieht man jetzt mal als Beispiel die Karte für meine Heimat aus dem schönen Taunus. Alle roten Flächen sind die Bereiche, wo ich mit meiner Drohne
die ich eingestellt habe. Also die hat, glaube ich, ein Kilo und mit Videoaufnahme und dann gilt ein bestimmter Parameter. Das ist jetzt als Beispiel einfach mal so eine Karte generiert. Man sieht dann, hier ist zum Beispiel ein ehemaliger Militärstützpunkt. Hier unten sind es, glaube ich, Stromleitungen. Hier ist eine Bundesstraße, hier ist eine Autobahn und Eisenbahn. Also alle Elemente, worüber ich nicht fliegen darf, werden entsprechend als rote Flächen angezeigt. Wie schlägt sich unsere Anwendung im Vergleich mit den bestehenden Angeboten? Als erstes, ich hatte es vorhin ja erwähnt, die Deutsche Flugsicherung hat auch eine App. Wenn man dann so guckt, also das ist derselbe Kartenausschnitt für meine Gemeinde, wo ich herkomme, da ist irgendwie gar nichts rot, wo man dann schon fragen muss, also entweder konnte ich als Benutzer die Anwendung nicht bedienen oder die Anwendung zeigt mir, dass ich eigentlich überall fliegen darf, was definitiv falsch ist. Das ist eine, wie gesagt, App von der Deutschen Flugsicherung. Als zweites Beispiel ist die AirMap, die basiert auch auf OpenStreetMap-Daten. Hier sieht man dann schon eher, dass die Bundesstraße rot dargestellt wird. Hier unten gibt es ein Naturschutzgebiet, wo ich nicht fliegen darf. Hier sieht man dann auch noch Stromleitungen. Also hier sind schon ein paar Details mehr. Aber insbesondere zum Beispiel über die Wohngebiete werden hier auf der Karte überhaupt nicht angezeigt. Dann das dritte Angebot war dieses Maps to Fly. Hier sieht man dann schon viel deutlicher, dass es annähernd vergleichbar ist mit dem Ergebnis, was bei unserem Tool auch herauskommt. Wenn man das jetzt so drüber legt, sieht man, das sind durchaus ähnliche Gebiete, die angezeigt werden, wo ich nicht fliegen darf. Genau, wenn man jetzt die beiden Sachen im Detail vergleicht, sieht man, dass aber durchaus Anbieter, also eben der Anbieter, auch noch weitere Daten verwendet neben OpenStreetMap. Also als Beispiel, man sieht hier unten ist ein Naturschutzgebiet auf der Karte. Dieses Naturschutzgebiet gibt es in OpenStreetMap gar nicht. Weiterhin ist es so, dass auf der Karte von dem anderen Anbieter auch Windkraftanlagen zu sehen sind. Die sind in OpenStreetMap gar nicht vorhanden. Das heißt, auf der Karte werden sie nicht, auf unserer Karte werden sie nicht angezeigt, weil sie in OpenStreetMap nicht vorhanden sind. Der Anbieter scheint anscheinend noch weitere Datensätze dafür zu benutzen. Genau. Eine weitere Besonderheit, wenn man die beiden Angebote vergleicht, sieht man auch bei dem kommerziellen Anbieter, dass hier unten noch ein riesenroter Kreis ist und auf unserer Karte ist er gar nicht drauf. Dazu muss man natürlich sagen, der Hintergrund ist relativ einfach. Die Bounding-Box, wo ich meine OpenStreetMap-Daten ausgeschnitten habe, da war der Flugplatz nicht drin enthalten. Der Buffer des Flugplatzes ist aber so groß, dass er wiederum auf meine Karte Auswirkungen hat. Also man sollte dann im besten Fall die Bounding-Box, wo man die Karte für erstellen möchte, immer etwas größer wählen, als wie nur das Gebiet, was einen wirklich interessiert. Kurze Zusammenfassung von dem Ganzen. Ich hoffe, dass es ein Start von einem nützlichen Tool werden kann. Wir haben es einfach mal implementiert und es ist Open Source. Ähnlich wie bei OpenStreetMap-Daten, das ist beliebig anpassbar. Sie können das ihr könnt das für jede Region der Welt laufen lassen. Ihr könnt weitere Attribute aufnehmen, ihr könnt andere Buffer wählen. Abschließend möchte ich noch sagen, wenn man sich so existierende Angebote anguckt, dass es dann etwas verwunderlicherweise, die dann lückenhaft sind oder dass einfach man auch hinterfragen kann, welche Daten darin überhaupt benutzt werden, ob diese noch aktuell sind. Ich denke, wir liegen absolut in der Zeit und haben noch Raum für Fragen. Vielen Dank an Pascal und Hans-Jörg. So, gibt es Fragen aus dem Plenum? Hört man mich? Ja. Ich wollte noch abschließend sagen, also unser Vortrag ist natürlich nicht rechtsverbindlich. Nicht, dass jetzt jemand eine Drohne fliegen lässt und sagt, hier, ich habe in dem Vortrag gehört, dass ich das darf und ich mache das jetzt deswegen. Also wir haben das alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und euch präsentiert. Ganz wichtig. Also ihr dürft schon, nur übernehmen wir keine Verantwortung. So. Also ich hätte zwei inhaltliche Fragen zu diesen Regeln. Das eine sind solche Sportflugplätze, wo eigentlich irgendwie an 5 Sonntagen im Jahr mal Flugbetrieb ist. Gilt da wirklich
unbegrenzt die Sperrzone oder nur bei Flugbetrieb? Und die zweite Frage wäre, ich habe gehört, es gibt ja dieses Überflugverbot für private Gärten, aber ich habe nie was gehört von einer Winkelabstandsregelung. Das heißt, darf man wirklich genau an der Grundstücksgrenze in 100 Meter Höhe darüber fliegen oder gibt es da so Korridore? Also zur ersten Frage, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, bei den Sportflugplätzen, das sind beispielsweise gewisse Ausnahmen, wo man sagt, ja, dort gelten spezielle Regeln, die dürfen das, dort darfst du fliegen, auch zum Teil, glaube ich, höher als 100 Meter, wenn es ganz klar definiert ist. Dann zur zweiten Frage, wenn Grundstückeigentümer einverstanden ist, dann darfst du über das Grundstück fliegen, sonst nicht. Deutschland. Ha. Ja, grundsätzlich, eben wie gesagt, grundsätzlich darf man nicht einfach über Privatgrundstücke fliegen, aber wenn der Eigentümer einverstanden ist, dann darfst du, also wenn du dein eigenes Grundstück hast, dann darfst du da bis 100 Meter, darfst du da deinen Unfug treiben, ja. Es hängt auch noch davon ab, ob erstens wie schwer die Drohne ist, also unter 250 Gramm und ob sie eine Kamera dran hat oder nicht. Es gibt ja diese kleinen Spielzeugdrohnen. Das gilt dort natürlich nicht. Außer sie hat eine Kamera dran. Weitere Fragen aus der Community? Ja, dann kommt noch eine von mir. Hast du eventuell noch vor, wir haben ja da eine Seite, wo man noch ein bisschen Code reinmachen muss, das noch weiter zu vereinfachen oder suchst du noch Leute, die das dann übernehmen, dass es auch, sag ich mal, der durchschnittliche Pilot auch bedienen kann? Also die Idee hinter dem Tool war gewesen, überhaupt erstmal was zur Verfügung zu stellen. Die Idee war gewesen, überhaupt etwas zur Verfügung zu stellen und sowas zu haben. Ich habe ja, es ist versucht worden, so zu implementieren, dass man das für ganz beliebige Sachen auch benutzen kann. Also es sind jetzt auch andere Anwendungsszenarien denkbar, wo ich sage, ich möchte einfach eine Karte haben, wo ich bestimmte Objekte einfach highlighten möchte. Das könnte man mit der Karte auch alles machen. Wie es da jetzt weitergeht, ich sage es mal so, man wird sehen, wie das Interesse ist und dann mal gucken einfach. Ne? Also ich habe konkrete Pläne, habe ich nicht, um die Frage zu beantworten. Einfach mal gucken, es ist jetzt Open Source, wie die Reaktion darauf ist, ob Leute das benutzen. Gut, manchmal ist es auch so, dass das viel benutzt wird und wenn keine Fehler vorhanden sind, ist man kein Feedback bekommt. Man wird es einfach sehen, was passiert, ja. Ich finde, es sollte auch noch eine Anregung sein für diejenigen, die mit Drohnen unterwegs sind und beispielsweise merken, dass, was Pascal erwähnt hat, hier fehlt ein Naturschutzgebiet oder sowas, das eigentlich existiert, dass die dann sagen, oh, da fehlt was, das werde ich ergänzen. Also es geht nicht nur darum, beispielsweise jetzt eine Visualisierung zu haben oder so ein Analyse-Tool, sondern gegebenenfalls auch auf Datenlücken hinzuweisen und mit der Motivation, dies dann zu vervollständigen. Ja klar, wir kennen das ja, dass die Sachen immer erst dann gemappt werden, wenn man die in irgendwelchen Anwendungen braucht und da ist das natürlich ein guter Einwand von dir. In dem Sinn hat es auch ein bisschen einen Qualitätsanspruch. Okay, weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann nochmal herzlichen Dank an Pascal und Hans-Jörg.